Hallo liebes Publikum und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. In der letzten Folge haben wir uns endlich das Schwert geholt, das aufgerüstete, die Schmürgelklinge. Und ich muss mich direkt korrigieren, im Englischen ist es nicht Razor Sword. Das ist das Schwert, was man zwischendrin hat, also was im Deutschen dann die Elfenklinge ist. Genau, nee, wir haben das Gilded Sword. Unten links oben ist Lied der Schwingen. Mal überlegen, will ich jetzt noch irgendwas machen oder will ich jetzt direkt den Tag resetten? Ich glaube, ich möchte direkt den Tag resetten. Genau. Denn ich habe euch beim letzten Jahr Ich habe euch beim letzten Mal ja was versprochen, nämlich habe ich gesagt, dass ich Was hast du denn das jetzt gemacht? keine Ahnung. Dass ich das Spinnenhaus am Wasser machen möchte. Und das kann man, also man kriegt die Belohnung nur, wenn man das am ersten Tag macht. Dementsprechend werde ich das jetzt tun. So, unten A rechts, jetzt so dann um Dämmerung des ersten Tages. Es verbleiben 72 Stunden. Um direkt das Lied des Kronos zu spielen. Ah, ich habe meine... ich habe nicht drauf geachtet, ob ich jetzt viele Rubine dabei hatte oder so. Um die dann wegzugeben. Aber ich glaube, eigentlich dürfte da nicht so viel gewesen sein. Ich glaube maximal... Doch, ich glaube, ich hatte irgendwas an die 60 oder 70 Rubine gehabt. Na gut. Nicht weiter schlimm. Ich dachte, das Lied wäre schon weiter. Aber das war es nicht. Nein, ich werde nie aufhören, Musik mitzusummen. Ganz ehrlich, ich habe irgendwann mal vor einer Weile so einen Kommentar bekommen auf einem ganz alten Video. Ich habe das, glaube ich, letztens schon mal erzählt. Wo jemand meinte, ich würde wahrscheinlich mehr Views bekommen, wenn ich nicht die ganze Zeit irgendwie die Musiken mitsummen oder mitsingen würde. Aber ganz ehrlich, dann hätte ich nicht so viel Spaß an den ganzen Geschichten. Dann hätte ich nicht so viel Spaß am Aufnehmen, nicht so viel Spaß an den Spielen. Und das ist mein Stil. Wenn dir persönlich dieser Stil jetzt nicht gefällt, dann ist es halt so. Dann kann ich da auch nichts viel gegen machen. Dann versuche ich da auch nicht irgendwie dich vom Gegenteil zu überzeugen, weil... Du hast offenbar keine Lust darauf, dass derjenige Spaß hat, weil hier soll alles nur strikt nach Regel gehen und nur... Also wenn du irgendwie Walkthroughs haben willst ohne Commentary, wo am besten keiner irgendwo was mitsingt, summt oder irgendwas in die Richtung, dann ja, ist gut. Dann such dir so einen Kanal. Mein Kanal ist das nicht. Ich mache hier meine Dinge auf meine Art und Weise und so wie ich Bock drauf habe. Und wenn ich Bock habe mitzusingen, dann singe ich einfach mal, verdammt nochmal. Ganz simpel. Also das ist kein großes Geheimnis, glaube ich, dass ich gerne singe, wenn auch nicht gut. Aber ja, so ist das mit mir. Und wem das nicht gefällt, dem kann ich auch nicht helfen. Pum, gib mir dein Geld. Danke. Ich glaube auch in dem Spinnenhaus haben wir jetzt nicht unbedingt so extrem viele Rubine, weswegen ich die jetzt noch nicht weggeben möchte. Und theoretisch würde ich mich natürlich gerne im Kampf messen gegen unseren Vogelfreund da oben. Nur um ihm zu zeigen, was für ein cooles Schwert ich jetzt habe. Die Sache daran ist einfach nur, ich mache das jetzt nicht. Moment. Ah, nee, diesmal wollte ich Epona's Song spielen, Mann. Und ich habe das Lied der Befreiung gespielt. Epona's Lied, oben links rechts, okay. Da 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 da. Oh yeah. Ja, und du hau mal ab. Da gesehen mit einem Schlag. So macht man das. Das ist Effizienz. So, jetzt hätte ich gerne noch die Kamera fixiert.
Ich brauche Epona doch gar nicht mitnehmen. Ich kann doch einfach hinfliegen. Mit dem Lied der Schwing ich Intelligenzbolzen. Na gut, jetzt haben wir es so. Ist ja auch nicht so schlimm. Wenn Epona sich an irgendeiner Stelle, wo ich springen muss, denkt, ich will nicht springen. Nein. Dann ist auch vorbei. Hier liegt Mikau. Hier ruht Mikau, der legendäre Sora-Gitarrist. Seine Musik soll unsere Erinnerung an ihn sein. Seine Worte verbleiben hier. Willst du Mikaus Lieder singen? Für die Soras, Kampflied der Sora, ich will nicht singen. Nee, jetzt hat mir der Typ in den Kommentaren das alles vermiest. Jetzt will ich nicht mehr singen. So. Ja, was sowas angeht, bin ich manchmal ein bisschen, weiß ich, da bin ich ein bisschen salty und ein bisschen, vielleicht sogar ein wenig empört. Aber ist ja egal. So. Das ist doch das Spinnenhaus jetzt, ne? Nein, das ist die Fischerhütte. Okay. Das war falsch. Das war dann der andere Eingang. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange das dauert. Das hier ist dann das Spinnenhaus, korrekt? Spinnenhaus am Meer, genau. Gut, dass ich erstmal ein bisschen durch Zeug durchgerollt bin. Aber ich hoffe auch, dass wir alles, was wir so brauchen, hier bekommen. Also, jetzt gesehen, sowas wie Pfeile zum Beispiel. Wollte ich eigentlich sagen, aber wir können ja auch einfach sagen, pam. Ba-ba-da-ba-dam. Und ja, entgegen wie bei Ocarina of Time ist es nicht so, dass die überall verteilt sind. Die goldenen Skulltulas sind wirklich immer nur in diesen Häusern. Ich glaube, davon gibt es sogar noch eins. Ah, da bekommt man Pfeile. Und die andere Sache hier ist nämlich auch, dass immer wenn irgendwo noch eine Spinne in dem Raum ist, hört man die Spinnen halt noch, man hört sie halt wirklich. Das heißt, man weiß immer, ist hier noch eine oder nicht. Das ist nicht so oft gut Glück, einfach irgendwie losraten. Hier hört man es zum Beispiel. So, machen wir das mal so. Das brauchen wir auf jeden Fall. Da oben. Machen wir es mal lieber so. Und zack. Genau, und jetzt ist das Geräusch nämlich weg. Und das war die dritte von, ich glaube, 30. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, also man muss sich auch wirklich immer sehr gut umsehen. Oft können sie auch in solchen Töpfen drin sein. Da muss man einfach gegenrollen. Kann man sie einfach so zerschnetzeln. Und ich finde es auch gut, dass wir diese goldenen Skulltulas, also die Token, nicht immer über unseren Kopf halten und dann erstmal warten müssen, diese Animation hinter uns bringen quasi. Ah, jetzt ist er dahinter gegangen. Oh, gemeine kleine Skulltula. Da. Nein. Ach, verdammt. Komm her, Spinni, 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 komm her, komm her. Jawoll, endlich. Pam, 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 pam. So, hoi. Und hoi. Oh, ich sagte hoi. Und wupp, nein. Jawoll, da war noch eine. Die können halt auch manchmal oben, hier bei dem Dach. Das weiß ich halt wirklich nur. Okay, erstmal ist da eine ziemlich sneaky Skulptur. Die können auch beim Dach hier rechts auf der Seite, da ist so ein roter, genau. Hier, dieser schwarze Streifen dort. Da drin können die auch sein. Das weiß ich aber auch wirklich nur, wie ich es schon öfter gesagt habe, wegen dem einen Randomizer-Run, den ich mir teilweise angeguckt habe.
Und ja. Wie es aussieht, haben wir hier aber noch irgendwo welche. So. Gucken wir mal von hier aus. Sehen wir hier mehr? Ich höre auf jeden Fall noch mehr, sagen wir mal so. Wir kriegen nicht mal eine Fanfare. Wir kriegen nicht mal eine Fanfare dafür, dass wir dieses schwere Rätsel gelöst haben. Das war keine Skulltula. Moment. Haha! Skullkid, Skullkid. Da hast du einfach mal... Oder Horrorkid, wie auch immer. Da hast du einfach mal... ein Bild von dir aufgehangen. Sneaky Beaky Like. Und der hat gerade einen richtig witzigen Witz gehört. Jetzt ist er weg. So, da oben ist eine... Okay, die hängt nur wirklich an dem Punkt fest. Dafür gehen wir mal auf den Tisch. So, erstmal Bild. Okay, von hier aus können wir da nicht viel machen. So. Und ja, ich zeige das auch ungekürzt und alles. Damit ihr auch selbst sehen könnt und vielleicht das auch selbst benutzen könnt, wenn ihr das selbst machen wollt. Falls es unter euch Leute gibt, die das Spiel noch nicht gespielt haben. Und warum auch immer meinen Playthrough als Walkthrough benutzen wollen. Ich spiele es auch zum ersten Mal, also... Nee, ich weiß nur ein paar Sachen, weil ich Let's Plays dazu gesehen habe. Okay, jetzt müssen wir halt wirklich immer gucken. Sind hinter diesen Bildern noch welche? Dort nicht, okay. Weil hier ist noch eine ganze Menge los. Das hört man ja. Und da ist die nächste. Nee... Da ist aber ein Loch. Das ist sehr seltsam. Oh, ich hoffe nicht, dass ich hier irgendwie für Erdlöcher irgendwie Käfer brauche oder sowas. Oh, das wäre nicht so optimal. Das war der falsche. Okay, dann gucken wir mal da drin noch. Auch nicht. Moment, kann ich dich zur Seite schieben? Nein. Aber da sind Risse in der Wand. Hinter der Wand, hinter diesem Regal, da sind Risse. Ach. Haha. Ich hab's gesehen. So. Okay, wo seid ihr noch? Da oben, das meinte ich. Diesem Zwischending zwischen Dach und... Ich weiß nicht, wie sich das eigentlich nennt. Zwischen Dachstuhl und... Nicht-Dachstuhl? Oder so? Ich kann ja auch nicht einfach hier die Bücherregale hochklettern. Das ist ja... Das funktioniert ja nicht. Aber ich möchte irgendwie eigentlich gerne nach da oben kommen. Weil wie soll ich die denn sonst treffen? Okay, also da drin war auf jeden Fall hier eine. Aber das Schlimmste ist... halt mit der Wii U-Steuerung... da irgendwie sehr präzise ranzukommen. Da kommt sie. Ah! Warum? Okay, dann warten wir hier, aber das wird wahrscheinlich auch nicht treffen. Weil das alles so unpräzise ist. Ah. Als ob das nicht das Feuer das nicht getroffen.
treffe da nichts. Ich kann die von hier aus nicht treffen. Aber von hier aus habe ich ja auch keinen besseren Winkel, ganz im Gegenteil. Ah. Nee, auf keinen Fall. Es ist schon 10 Uhr am nächsten Tag, am ersten Tag. Wow. Ich bin jetzt schon 3 Stunden hier drin. Ja, ich warte das jetzt aus. So. Was habt ihr so die ganze Zeit gemacht, hä? Entschuldigung, dass jetzt die letzten paar Tage keine Videos kamen. Ich habe mich nicht so danach gefühlt aufzunehmen. Und ich bin ja der Philosophie der Auffassung nach, wenn man sich nicht so danach fühlt, sollte man auch nicht aufnehmen. Weil die Qualität darunter leidet. Ach komm, wieso treffe ich denn nicht? Das ergibt für mich gerade wirklich keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie ich das treffen soll. Haben die da eine extra Hitbox hingebaut? Warum ist da überhaupt... Also hier sind definitiv noch mehr. Es ist nicht nur die eine, die mir noch fehlt. Da ist noch eine. Moment, kann ich das Regal verschieben? Ah, ich kann das Regal verschieben. So. Ja, es ist nur noch die eine hier. Was? Nette Idee, Link. Aber es hat unser Timing vollkommen verworfen. Friss das! Ich hab keinen Bock mehr. Ey, wieso? Oh, endlich. Nein! Toll, ich sehe den Token nicht. Was? Die habe ich doch nach rechts geworfen. Egal. Genau. Und endlich hört man's. Hier ist keine mehr. Aber wenn wir wieder rausgehen, in diesem Raum ist noch eine. Hier sind noch mehrere. Würde ich fast mal schätzen. Oder das ist die untere Etage. Das kann natürlich auch sein. Schauen wir einfach mal. Ja, das wird garantiert die Etage hier sein. Und hepp. Da nicht. Dann dort. Auch nicht. Dann... Nicht dort. Hallo? Nein. Hier oben war auch keine drin. Ha. So, danke. Okay, das Ding kann man nicht mal kaputt machen. Hä? Komm schon. Hat der instant Neues hingebaut oder wie? Ich habe manchmal echt das Gefühl, dass meine Spiele ein wenig verbuggt sind. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber ab und an habe ich mal das Gefühl, dass ich auf jeden Fall Bugs finde, sagen wir mal so.